Hallo und herzlich willkommen zurück bei Return to Monkey Island. Eigentlich auf dem Weg nach Monkey Island müsste es im Moment genauer heißen. Wir sind in der letzten Folge tatsächlich gut vorangekommen. Wir haben unsere Scrabby-Liste fast vollständig ausfüllen können. Und wenn wir diese dann ausgefüllt haben, dann, wie wir ja erfahren haben, können wir tatsächlich die andere Liste ausfüllen lassen dann. Bin gespannt, wie das sich dann so äußern wird. Wow. Also war schnell. So, haben wir hier noch irgendwas? Das hatte ich, glaube ich, schon, ne? It's revolting. And it's a slipping hazard. Oh. That's it. I've completed my report. I should show it to Iron Rose. Okay, das ging schneller als gedacht. So, meine Güte. Schmieriges Bullauge. Na, sehr schön. Na, den Rest hatten wir letzte Folge schon. Could you initial this report, please? Huh. Yes. Very thorough. See? I am good at my job. I wouldn't go that far. Hm. Here. I've got a bunch of other reports ready for the captain's signature. Why don't you take him the whole stack? Ah, hahaha. Da kann ich das also mit beimischen. Moment, das nicht. Antrag Beförderung. Hallo? It's a stack of papers, including Putra's promotion paperwork, ready to be signed by LeChuck. Okay. Und er macht jetzt einmal Ritz und dann ist alles unterschrieben. Wetten? What? Ah, er sagt was anderes. Da. Paperwork? Okay, hand it over. Er ist total... keine... All stamped. Now please give me some peace and quiet. Er ist total der Bürotyp geworden. Das passt irgendwie gar nicht zu ihm. Super, wir haben es geschafft, Freunde. It's Chef Putra's request for promotion, stamped by LeChuck. Ha, guck mal, was ich für dich habe. Good news, Chef Putra. You're officially promoted. I'm a chef! Chef Putra! Thanks, Swabby. You're amazing. I owe you one. Hm, na, aber jetzt komm bitte. So, Chef. Jetzt, wo du Chef gehen würdest, du... ja. Now that you're a chef, would you make me a scorched Alaska? Of course. I have to warn you, though, it's not going to be very spicy. It'll be fine. You wouldn't like the full strength version anyway. Hm. Okay, wie kriege ich die Schärfe jetzt hin? Ach du Scheiße. Some chefs these days use dandruff out of a can. But I would never take a shortcut like that. One scorched Alaska, extra mild. Thanks. Ja, aber das brauche ich nicht. Ich brauche scharf. So, Chef. I just want to confirm your vote on going to Monkey Island. I'll be for it if Rose is for it. Okay. Na, siehst du mal. I'll let you get back to cooking. Yeah. Hm, ein bisschen vom Brennen an Alaska. Komm, wir probieren es einfach mal. Salty. Hm, super. Ja, aber ich muss ja noch irgendwas da drauf tun, damit es richtig, richtig knusprig scharf wird. Aber ich hab nix. Vielleicht die Cracker? Nein. Drinnen das Alaska ausliefern. Ja, das... ach, guck an. Ich kann's mitnehmen einfach. Kann ich hier noch irgendwas brennen, das Alaska aufwärmen? Hardly any warmer now. Komm, wärmer jetzt, okay. Überall die Wärme spüren. Ah, okay. Hardly any warmer now. Das hat es also damit zu tun. Okay. Looks like it's empty. Nein. Och, Guybrush. That seems promising, but inconvenient for carrying around. Shit. Hardly any warmer now. Kann ich vielleicht irgendwas anzünden, was ich dann mitnehmen kann? So, immer noch nach einer Möglichkeit, meine treue Pferde. I haven't worked out where they keep the ship's horse yet. Tja. Kann ich, warum bist du denn jetzt hier unten? Nein. Hm.
Ich habe nichts, was ich irgendwie in Brand stecken könnte. LeChucks, das war das. Papier. Naja, warte mal, muss ich das eigentlich wieder zurückgeben? I don't have time for that right now. It's all stuff LeChuck has to approve anyway. Ja, hat er doch schon. Ja, das wird ihm zu mild sein. Das ist doch so suppenklar. Zu mild und zu kalt. Wir probieren es aber mal. Mal gucken, was er sagt. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Ugh, take the monstrosity away. Its blandness offends me, even at a distance. Scorched Alaska must be like a hot poker to the tongue. Ein heißer Schürhaken. Oh, nö. Wenn man denkt, man hat's. Kann ich hier irgendwas damit machen? Vielleicht ein bisschen Hühnerfett dran? Nein. Schade. Tja, hoppla. Ich kann es also nur mit dem Brennen des Alaska aufwärmen. Tja. Hardly any warmer now. Flair? What? Nein. I'll leave you alone now. Yes, you will. These open plan offices are all the rage now. Ja, spieße das brennende Alaska auf das heiße, spitze Ding auf. Ja, das ist eigentlich meine Idee. Seems promising, but inconvenient for carrying around. Ja, aber das willst du ja nicht behalten. Da. Ja. Auf jeden Fall. Looks like it's empty. That looks like a permanent stain. Yeah, smells worse than it looks. Aha, warte mal. Schade. Es war ein Versuch wert. Da vielleicht noch was. Unten und hinten unter Wasser glaube ich nicht, dass wir da irgendwas haben. Kann Emma vielleicht weiterhelfen? Oh, pretty much anything. I'm easy. Seemannslieder. Sea shanties? Not really. Clog dancing? Not really. Basket weaving? Well, no. Bowling? Nah. Meditation? Nah. Flea circus? Nope. Keel hauling? Not really. Yodeling? Not really. Carpentry? Nah. Whittling? Well, no. Whistling? Well, no. Embroidery? Well, no. Improvisational theater? Well, no. Ich hab Zeit. Philosophical discussion? Not really. Water ballet? Nah. Gin rummy? Nah. Checkers? Not so much. Model shipbuilding? Nah. Es wird schon weniger. Animal husbandry? Well, no. Historical novels? I do enjoy reading. Ha! Biographies? I do enjoy reading. Autobiographies? I do enjoy reading. Okay. Adventure stories? I do enjoy reading. Travel guides? I do enjoy reading. Self-help books? I do enjoy reading. Ob das mein Archiv mitgibt gleich? Crime thrillers? I do enjoy reading. Speculative fantasy? I do enjoy reading. Romance novels? I do enjoy reading. Reading? I do enjoy reading. Reading? I do enjoy reading. Reading? Och man. I do enjoy reading. Ich hab gedacht, das gibt jetzt ein Achievement oder so. I'll see what I can find. Vielleicht die Broschüre? How about a little light reading? Are you kidding?
Reading those sounds like actual work. No thanks. Oh, schade. Ja, ich hab sonst aber nichts zu lesen. Ja, das ist doch zum Kotzen. Oben das Buch von dem, das wäre gut. Aber das kriege ich ja nicht. Sorti. Das macht mich wahnsinnig. I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Yeah, devil crabs like limbs, apparently. Ach, Mano. Ja, das weiß ich doch. Wie... Apple Bob? Wer ist denn Apple Bob? Da. Clem sagt, dass Brenner Alaska das Putra macht zu fade ist. Wie könntest du es scharf genug machen, um ihn... Ja, genau das ist es ja, was ich brauche. Clem betreibt brennendes Alaska wie ein heißer Schürhaken auf der Zunge. Wie könntest du diesen Effekt erzeugen? Wenn du etwas sehr Heißes in das brennende Alaska steckst, würde es Flambé vielleicht zufriedenstellen? Etwas sehr Heißes in das brennende Alaska steckst. Ja, ich habe das doch versucht da an der Kanone. Durchsuche das Oberdeck nach etwas Heißem, das du in das brennende Alaska stecken kannst. Habe ich schon an der Kanone? In der Nähe der Kanone auf dem Oberdeck gibt es einen glühenden Stab. Vielleicht kannst du etwas davon in das brennende Alaska geben, damit es heißer wird. Willst du mich verarschen? Das ist doch das Erste, was ich da versucht hatte. Glühend. Ready for cannon firing. Ja, hä? Sollen wir davon was abschneiden oder was? Ja, die Spitze abschneiden. Oh nein. This should make it good and scorching. Es kann manchmal so einfach sein. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Weh, du nimmst das jetzt nicht. Scotched Alaska. Sweet, poisonous shades of my shady and poisonous childhood. It sears me inside like a lost love. A masterpiece. Hey, there's some missing. Well. Much respect, Swabby. I am in your debt. I hate being in debt, so... let's just say I'll vote your way next time we talk about that plan of yours. The one with the monkeys. Ja, danke schön. Would you describe this book as entertaining? I would use a shorter word, but yes. Would you describe this book as entertaining? Hallo, du sollst es mitnehmen. Word, but yes. Weiter nach dem Buch fragen, bitte das Buch auswählen. You're not reading this. Can I borrow it? Sure, I'll let you have it for the rest of the day. Thanks. Und tschüss. Na endlich. Es ist so cool, wenn es vorangeht. Warte, erstmal angucken. It's Flambé's Underworld Joke Book. All jokes about demons and otherworldly stuff. Okay. Hey Bob, I've got a great book for you. Hey, this looks promising. Thanks. I owe you one. Can I count on your vote to go to Monkey Island? Sure, no problem. I think I've got everyone's support now. Time to call for another vote. Jetzt aber. One bell. Voting hour. Didn't we just do this? The meeting is called to order. Are there any matters to be voted on? Following medicine ship to Monkey Island, on which I vote aye. 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 Six in favor, none opposed. I hope you're happy, Grandma. Everybody, get ready. We'll follow the other ship as soon as she gets underway. Yes! So then you went to Monkey Island. Almost. It was time to send Murray back to Madison. Somehow. Okay. Okay, Murray. I just need one more thing from you. I hope you're not allergic to gunpowder. Of course I'm not. Hey, what are you doing? These things are dangerous.
She's underway. All hands, stand by to make sail. Tage vergehen. Und das alles mit LeChuck an Bord. We're nearly there, me hearties. The fabled shores of fabled Monkey Island. Captain Madison and her associates will have to be dealt with, of course. But our top priority is the secret. Extra grog rations for everyone. Grog. Yes. Hey. All right. Oh nein! Guybrush, du Idiot! Reward! Oops. What? I did not see that coming. I want to savor this, so I'm going to let you have the first jab. Oh nein! Doch jetzt nicht mit LeChuck! You move like a wounded hippopotamus. You move like a dead one! Okay. Dixon, come back. Why don't you try again? Was wieder Ehre, Klasse Asse. You're all swagger and no dagger. I've got plenty of dagger. Blast. Hoppla. Hey, cheating. I won that round. Also, I'm pretty sure we're supposed to use the swords when we do this. You don't seem to know how to use a sword. I can't decide if you're waving that thing like a feather duster or more like a mop. Hey, I know that one. Oh, been practicing, huh? What comeback would you use for waving it like a feather duster or like a mop? Woher soll ich das denn wissen? So oder so werde ich mir den Boden wischen. Ich schwinge es zum Abschied. Either way, I'll clean the floor with you. That's what I thought, too. I can't decide if you're waving your sword like a feather duster or more like a mop. Either way, I'll clean the floor with you. Too late to start doing your job now, swabby! Hey, you're laying a comeback on my comeback? That's gotta be against the rules. You really should keep up on the latest trends. I, Threepwood. Oh nein. Na super. Good thing I can still hold my breath for 10 minutes. More or less. Is it more or is it less? What? You say you can hold your breath for 10 minutes, but then sometimes you say 8. One time I heard you say 12. Which one is it? Well, in my prime, I could do 10 minutes, no problem. Are you in your prime in this story? 8 minutes. Now let me get back to it before the 8 minutes runs out. Oh nö, jetzt stehe ich auch noch unter Zeitdruck. There's no way I could ever pass this. Oh, super. Even if I could pass this, I have no desire to go that direction at all. Monkey Island, 6 minute walk. Na super. 6 Minuten, 2 Minuten später. Na toll. Die erste Panne. Oh, eine Karte. Okay. 2 Minuten später. Noch eine Karte? Nein, nicht hier zurück! Ach, du Idiot, jetzt schaffe ich das doch nicht mehr. Oh. Tod. Oh, Dad, you didn't die. Quit goofing around. You're right. I could still hold my breath a little longer. But time was running out. Was ist denn hier? Hä? Da ist ein Abfluss. Warum ist da ein Abfluss? Hier ist doch irgendwo eine Karte, verdammt nochmal. Hier ist doch irgendwo eine Karte, verdammt. Nee, keine Hotspots. Okay. Oh, ich bin da. Ä-
Hello, Monkey Island. It's me, Guybrush. Did you miss me? Your secret will be mine. 10 minutes, tops. I just need to take a look at the map I stole from LeChuck. Die jetzt auch überhaupt nicht nass geworden ist. Oh, aber das haben wir ja schon gemacht. Genau. Beginne deine Suche am roten Beerenstrauch. Wo ist hier ein roter Beerenstrauch? Ich höre Affen. Eieiei. Aw, it's a heart with L and E, someone romantically carved into the tree. LeChuck und Elaine. Murray? Murray? Is that you? Sorry about the cannon. Oh, it's just a creepy skull. I'll keep this for my Shakespeare summer stock. Nicht schlecht. Okay, in den Dschungel. Haben wir hier sonst noch was? Irgendwo da hinten irgendwas? Nö, schade. Na gut, dann in den Dschungel. Ach du liebe Zeit. Ah, den roten Bärenstrauch ansehen. Was haben wir denn sonst noch hier? Den gigantischen Affenkopf erkunden? Ja, ja, da ist LeChuck. Zum Vulkanstrand wandern. Den mächtigen Vulkan anstarren. Was? Nach oben gehen, um die Aussicht zu sehen. Hm, ist klar. Ach, du ahnst es nicht. Moment, wie ging das weiter? Folge den steinernen... der folgenden steinernen Affenhand. Ja, aber... It's a big stone monkey part. I shudder to think about what part I might find next. Hey, das ist eine Piratenplan. You don't hear much about land pirates, but they're out there. Okay, mitnehmen kann ich die nicht. Okay, aber die Hand sagt, ich muss ja irgendwie hier lang, oder? Oh, was ist das? Eine schicke alte Sonnenuhr. It's running a little fast. It's running a little fast. Das ist alles? Hm. Und dann ging es, bleib auf dem Weg bei dem Holzhuhn. Da! Well, I would have carved a pulley in the middle, but that's just me. Also, den Pfad nehmen. Ach, guck an. Ein malerisches Vogelhaus. Und hier sind die Bienen. Ein geschäftiger Bienenstock. Hilfreiches Schild. Was steht da? Secret. So, schleich dich an den Bienen vorbei. Beachte das Schild. I didn't know the island was zoned for housing. I do like honey, but I don't want to escalate the situation. Secret this way. That's pretty straightforward, which I appreciate. Ob das so jetzt hier alles richtig ist. Das X markiert den... Ja, genau. Über das große X nachdenken. Da gehen Ameisen. Secret of Monkey Island must be buried here. Och, Guybrush, wie kann man denn so naiv sein? In einer Gratis-Schaufel auch noch. What an amazing stroke of luck. A free shovel to dig up the secret with. Ich nehme mir die einfach. Was kann schon schief gehen? Ja... What an amazing stroke of luck. A free shovel to dig up the secret with. Ja, ganz genau. Das ist es nämlich. Ich wusste es. That's not LeChuck. Du musst wohl der Schlaue sein. You must be the smart one. This clown won't know LeChuck's secrets. But I guess we could torture him anyway. Wait! Ach du Scheiße. Freunde, Egg würde sagen, wir machen hier Schluss und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir sind auf Monkey Island angekommen. Herz allerliebst. Also, macht es gut. Bis dann. NRW bei 18. Adieu.